Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 823. Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und freue mich, dass ich mal wieder in der Freien und Hansestadt Hamburg endlich eingetroffen bin. Es ist ein bisschen später geworden, denn unter anderem habe ich mich heute mit einem Nachtzug nach Hamburg-Hörer getroffen. Ihr kennt ihn vielleicht, zumindest die Nachtzug nach Hamburg-Hörer, die schon etwas länger mit dabei sind. Nils, der hat zur 500. Sendung ein paar Kopfhörer springen lassen, und zwar richtig gute Teile. Und mit dem war ich heute in Hamburg ein bisschen unterwegs. Und wie in Hamburg üblich, muss natürlich jeder Raucher vor die Tür gehen. Und so ist es auch in anderen Bundesländern. Im Freistaat Sachsen, in dem ich quasi heute noch war, da ist das auch nicht anders. Und das Hotel, in dem ich geschlafen habe, hatte eine Raucherecke vor dem Hotel. Und damit die Raucher nicht ganz so kalt haben, hat man da Heizschlangen an die Decke gehängt, die nach unten strahlen, sodass die Raucher draußen nicht frieren müssen. Wobei, ich habe es mir genau angeschaut und ich habe die Wirkung getestet. Die Wirkung ist nahezu null, denn wie jedes Kind weiß, steigt die Wärme ja nach oben. Und diese Wärme, die von diesen Röhren verursacht wird, reicht kaum, um den Kopf zu erreichen, geschweige denn natürlich den Körper oder sogar noch die Füße. Und gerade bei den Witterungsverhältnissen derzeit wäre es ja wichtig, dass man überall gewärmt wird. Mal ganz davon zu schweigen, dass das eine gigantische Energieverschwendung ist, denn diese Heizstrahler, die brennen den ganzen Abend am Holiday Inn Hotel in Dresden. Und wie es da aussieht, könnt ihr euch als Foto auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage anschauen. Da habe ich ein Foto reingestellt von der Raucherecke dieses Hotels. Und als ich dann heute früh zum Frühstück gegangen bin, habe ich eine kleine Überraschung erlebt. Ihr kennt ja so diese typischen Buffets, da hat man eine Ecke, da gibt's die heißen Würstchen, den gegrillten Speck und die Eier, Spiegeleier oder manchmal auch Rührei. Dann gibt es die Ecke, da gibt es die Frühstückszerealien, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein deutsches Wort gibt, also alles, was man unter dem Oberbegriff Müsli zusammenfassen könnte oder was in Milch aufgeweicht wird. Dann gibt es das typische Wurst- und Käsebuffet. Und dann gibt es natürlich noch die Süßkram-Ecke. Da findet man dann Nutella, Honig und auch Marmelade. Und das war das eigentlich Interessante an diesem Frühstücksbuffet. Denn es gab da Marmeladensorten, die ich noch nie gesehen habe. So die typischen Sachen Erdbeer, Johannisbeer, das kennt man alles. Aber die Sorten, die es im Holiday Inn bzw. / Best Western Hotel gab, die kannte ich alle überhaupt noch nicht. Und ich habe euch mal ein Foto auf die Nachtzug nach Hamburg Homepage gesetzt mit einer Auswahl von 4 Marmeladen, die es da gab. Ich habe mich von den 4 für Espresso entschieden. Eine Marmelade, die wirklich nach Espresso schmeckt, weiß nicht, was da die Grundlage war, denn irgendwelche Früchte müssen da ja auch drin sein, wenn nur aus Kaffeebohnen kann man ja ganz schlecht eine Marmelade machen. Ich weiß nicht, woraus die war, aber die Sorte Espresso schmeckt wirklich gut. Und wenn ihr mal überlegt, euch auch mal sowas zuzulegen, ihr könnt im Prinzip nur im Internet danach googeln, wo man sowas bekommt, weil auch die anderen Geschmacksrichtungen klangen sehr interessant. Welche es sind, verrate ich jetzt nicht. Könnt ihr euch als Foto auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage selber anschauen, was es dann noch für raffinierte Sorten gibt. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Dann wieder aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.